Wir starten Reihe 24 mit 8 Luftmaschen natürlich. 4, 5, 6, 7, 8. Wer hätte es gedacht? Und 4 Stäbchen in die Lücke. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen in die nächste Lücke. So, dann haben wir wieder unseren Totenkopf und wir häkeln 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir häkeln vor den Stäbchen 2 feste Maschen. In das Stäbchen eine feste Masche, dazwischen eine. Über dem Stäbchen. Dazwischen, über dem Stäbchen, dazwischen, ups, über dem Stäbchen und nach den Stäbchen nochmal 2 feste Maschen. 8 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und in die nächste Lücke. Ups, na was ist denn los hier? 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Hier haben wir einen neuen Luftmaschenbereich. Und da häkeln wir 4 Stäbchen am Anfang. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen am Ende der Kette. Zu dem Zwischenbereich kennt ihr immer 2 Luftmaschen und der Block mit den 4 Stäbchen. Das muss ich euch ja nicht vorbeten, sonst schlaft ihr mir noch ein. Also einfach dazwischen häkelt die Blöcke wie gewohnt bis zum nächsten Totenkopf. Und dann machen wir das wieder zusammen.
So, wir sind wieder vor dem letzten Totenkopf und wir häkeln 8 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8. Und 2 feste Maschen vor den Stäbchen. Eine feste Masche in das Stäbchen. Eine dazwischen. In das Stäbchen. Eine dazwischen. Durch das Stäbchen. Eine dazwischen. Durch das Stäbchen. Und 2 danach. 8 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8. In die nächste Lücke 4 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 4 Stäbchen durch die letzte Lücke. Zwei Luftmaschen und ein dreifaches Stäbchen. Und das war Reihe 24.